Keep calm. Relax. And calm down. Calm all your senses. My name is Dr. Stephen Dowell. You are here because your disorders started to get out of control. You ceased to behave normally, and disturbing thoughts took control over you. You will undergo my original therapy. I will show you the film I created. And at the end, you will tell me what feelings you have while watching it, and if you saw anything worrying. Guten Abend, guten Tag oder guten weiß der Geier, wann du dieses Video schaust. Willkommen bei uns auf dem Kanal. Willkommen bei Benny und Steve. Wir spielen heute für euch Rise of Insanity. Und ja, wir sind anscheinend gerade mitten in einer Therapie und mussten uns gerade ein Video ansehen, was mich sehr verstört hat. Also die Kohlmeise, die da zu sehen war, ging gar nicht. Gar nicht. So, quatsch mal nicht lange rum. Wir starten. Edward, 41 years old, day September 1st. I know Edward as far back as I remember. He worked as a gardener in our neighborhood. From the preliminary interview, I got to know that he suffers from a dream disorder. He has constant nightmares and can't sleep well. As well as a memory disorder. Sometimes he doesn't remember what happened a couple of days or hours ago. I have some suspicions connected with his case, but it's too early for the detailed diagnosis. Ja, schön. Sind wir Edward? Eduardo? Verdext. Patient Edward. Erstens Befragung, zweitens erste Diagnose, drittens Neutherapie testen, viertens auf das Ergebnis warten. Ja, das ist jetzt nicht so hilfreich, wie man denken mag. Aber wir schauen mal. So. The Breed and Birds Taxidermy. Okay. Geflügelzucht und Reproduktion von Richard Birdman. Wie passend. Zu deinem 7. Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch, Steven. Papa. Alles klar. Das Spiel kam jetzt vor, ich glaube, ein, zwei Jahren raus. Und, ja, man hat den Tisch so voll irgendwie und jetzt kann ich es endlich testen. Ich habe schon lange so ein bisschen auf dem Schirm gehabt. Irgendwie habe ich extra auch versucht, nicht irgendwie spoilern zu lassen. Und bin wirklich echt überrascht. Die Grafik sieht schon mal sehr, sehr cool aus. Und die Atmosphäre, die dieses Spiels hat, finde ich auch schon sehr cool. Also erinnert sich mich so ganz leicht so ein bisschen, ganz entfernt an Lies of Fear. Und wir sind irgendwo in einem Anwesen. Ein Spielzeugauto. Ich weiß jetzt nicht, ist das politisch korrekt? Ist der Fahrer politisch korrekt? Ich weiß es nicht. Ist das der schwarze Blitz oder was? Naja. Dr. Dowell beginnt seine neue experimentelle Behandlungsmethode. Tja, gigantisch großes Heft.
bestehend aus einer Überschrift. Okay. So, do not cross crime scene. Ui, hier ist irgendwas passiert. Aber was? Das, was jetzt, ich sag mal, das Cover so ein bisschen vermuten lässt, es handelt sich um Vögel irgendwie. Oder irgendwie ist auf jeden Fall, sind Vögel ein wichtiger Bestandteil dieses Horrorspiels. Und, ja. Mal schauen, wie das hier irgendwie angeflochten ist. Kann man keinen Plan. Oh Gott. Oh Gott, wer kommt denn auf die Idee zu sagen, das ist doch mal ein schönes Bild, das hänge ich mir genau in den Eingang. Weil es so schön ist. Oh, Alter, und die Zähne, Alter, wie Maiskörner. Ich könnte. Also, ist halt widerlich. The family's tragedy. A mother and child were murdered. And the violator was. Oh je. Oh nein. Oh je. Hier ist anscheinend viel irgendwie passiert worden. Ich hoffe. Oh Gott, Alter, was ist denn los? Ist in jedem Zimmer irgendwas stattgefunden hier? Oh Gott. So, haben wir irgendwie eine Taschenlampe? Nee. Was zum Lesen? Sehr gerne, Frau Daube. Ich möchte Sie daran erinnern, dass Sie mir freie Hand über einen Teil des Gartens gelassen haben. Daher habe ich mich entschieden, dort Dahlien zu pflanzen, die gut zu den Waldreben passen. Ich habe alles mit weißem Mohn umgeben. Es wird Ihnen gefallen, Edward. Es wird Ihnen gefallen, Edward? Oder? Ja, eigentlich, es wird Ihnen gefallen, Edward. Nicht, es wird Ihnen gefallen. Edward, bin ich jetzt der Gärtner? Bin ich Edward? Na, who knows. Wir werden es rausfinden. Wir werden es rausfinden. Es ist tatsächlich etwas düster. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei euch zu Hause aussieht. Ich sitze ja hier immer so ein bisschen im Flutlicht. Damit der Benny nicht meckert und ich gut ausgeleuchtet bin. So, die Küche. Ach, eine schöne Küche. Schön. Schön. Honey, please turn off the TV. It's gonna be stormy. Ja, denn wir dürfen bei hier Wetter nicht den Fernseher anlassen. Schatz, vergiss nicht, dass du heute Dienst hast. Okay. So, okay, ich mach erstmal den Fernseher aus. Ich hab ausgemacht, Schatz. Ich hab ausgemacht. Wie ist denn gerade dein Phone? Auf Arbeit ein Nickerchen gemacht oder was? Boah, ein schönes Bild auch. Mhm, so, so. Es steht noch nicht fest, bitte kommen Sie in die Leichenhalle. Oh, schön, um bei der Identifizierung zu helfen. Patient Edward 41. Day September 11th. Patient has told me about his dreams where he tries to murder his wife and child. As far as he said before, he's a bachelor, and he hasn't said anything about children. It could be some traumatic memory from his childhood. I have to get to know about it during our next meeting. It is a harder case than I expected. Some symptoms indicate that the patient can possess multiple personality. But these are only suspicions. I have to ask my friend, Abraham. Wir müssen anscheinend Abraham fragen. So, lieber Abraham, entschuldige, dass ich so lange nicht geschrieben habe. Mir fehlen durch meine Familie und meine Arbeit einfach die Zeit. Ich hoffe, dir geht es gut. Wie geht es deiner Frau Bertha? Ich habe hier einen Fall mit einem Patienten, Edward, verwischt, 41 Jahre. Er sagt, er hätte sowohl Schlafprobleme als auch Schwierigkeiten mit seinem Gedächtnis. Ich habe kleine Ticks beobachtet. Manchmal zuckt er abrupt mit dem linken kleinen Finger. Er hat mir von seinem Albtraum erzählt, der ihn beschäftigte. Es ist der einzige Traum, an den er sich erinnert. Er sagt, er versucht dort seine Frau und sein Kind zu töten. Dazu kommt es jedoch nie, da er stets vorher aufwacht. Seltsam ist, dass Edward ein Junggeselle ohne Kinder ist. Was hältst du davon? Meiner Meinung nach ist dies der Anfang einer Schizophrenie oder einer Persönlichkeitsstörung. Aber du hast mehr Erfahrung in der Psychologie. Mit besten Grüßen, Stephen Dowell. Okay, also wir sind nicht Edward, wir sind Stephen. Gut, was heißt jetzt wohl, wir sollen jetzt in die Leichenhalle oder was? Oh Gott.
Was ist denn die Leichenhalle? Das sah gerade aus wie eine Leichenhalle, aber wird doch jetzt hier nicht so prominent von der Eingangshalle abgehen. Von hier? Was ist das? 500 Gramm Butter? Oh. Mutter und ihr 7-jähriges Kind ermordet. Ganz toll. Ach, ich weiß nicht, muss man sowas beim Augenarzt so irgendwie... Oh Gott. Muss man doch nicht so hinhängen. Hier zugerempelt bis unter Dach. Okay, und wir können... Block B. Nächste Etage. Schöner Fahrstuhl. Sieht ein bisschen, fast ein bisschen comic-mäßig aus, gerade die Grafik. Borderlands-Style. Obwohl man wirklich sagen muss, die Grafik sieht echt wirklich toll aus irgendwie. Gefällt mir sehr gut. Hallo, gibt's denn hier irgendwo einen Lichtschalter? Oh, da war da. Oh, die Quietsche-Ente. Und ein Vogel. Hm. Was hat das nur mit den Vögeln hier auf sich? Still ist nie gut. Still ist nie gut. Okay. Leute, Mann, ihr könnt doch die scheiß fucking Krankenhäuser nicht so aussehen lassen, Alter. Oder Arztpraxen oder wo wir immer sind. Oh, ein Rohrschachttest. Schön. Also, ich sag mal, ich sehe da einen Vogel drin. Von oben. Und ihr? Was seht ihr? Oh, ne Lok. Blaine is a pain. So, okay. A key to her... Achso, ein Schlüssel zu ihrem Herzen befindet sich dort, wo deine Reise begann. Okay, in meinem Büro oder was? Oh, okay, Zahlenschluss. Das heißt, ich soll in mein Büro zurück, oder was? Da, wo meine Reise begann. Toll. Nein, und ich hab den Ben nicht dabei. Nein, 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 das sollte mich jetzt nicht oh, bitte lass das. Spiel nicht die ganze Zeit so gehen, ey. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Hey, hey, hey. Freundchen, Freundchen. So ein automatischer Türöffner muss jetzt... Oh, okay. Ich kann so ein bisschen von der Kleiderstelle erschrocken. So, was haben wir hier? Wer hat alle meine Sachen geklaut? Sehkraft prüfen. Zimmer 6. Aha. Gut. Mach ich das mal. Prüfe ich mal meine Sehkraft. Hallo? Ah, schau mal hier. 629. 629. Das probieren wir mal aus. 629. Ja, schon nicht so groß hier, Alter. Ey. Bitte, 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 ich möchte doch nur eine Taschenlampe, ein Feuerzeug oder einen Lichtschalter.
So. Ist jetzt noch die letzte Lampe aus? Schön. Schön. 6, 2, 9. Und finster wie ein Bärenarsch hier. Geil. Ganz geil. So, wir sind in der Leichenhalle. Weniger schön. Alter, was ist denn los? Oh, ey. Also wenn das Spiel die ganze Zeit durchhält, halt, tickt das nicht lange aus hier. Keine Ähnlichkeit. Das sehen wir jetzt an den Zahnabdrücken da oben, oder wie, oder wie? Wo ist er hin? Mann, nee, Alter, nee. Nee. Ich kann nicht springen und nicht. Oh, Alter, Alter. Oh, nee. Oh, nee. Was? Rabe schaut noch nicht, soll mit der Maus rumwackeln? Ah! Ach du Scheiße, ich fliege? Okay, okay, cool, cool, cool. Habe oder was, dann fliege jetzt hier. Ist unheimlich laut. Ist unheimlich laut. Oh, see the light. Fliege ins Licht. What? What? Honey, gain control over him, please. What? What ist denn? What? Wo? What? 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 Wo? Warum? Grafianisch. Wo bin ich denn? Wann bin ich? Und wie viele bin ich? Oh, toll. Aber es ist eine tolle Atmosphäre. So, also. Schön. Auf eine morbide und äußerst verstörende Art und Weise. So, ist denn hier vorne im Gewächshaus noch Platz? Ein Kinderschrein? Ja, ist mir egal. Kannst du weinen, wie du willst. Da bin ich hart. So, okay, das Spiel lässt uns auch nichts anderes. Also lässt uns auch nicht die andere Möglichkeit, jetzt hier mal irgendwie querfeld einzulaufen. Okay, er bullet ein bisschen nach hinten. Wahrscheinlich will er nur ein paar schöne Pflanzen pflanzen. Macht man halt so. Das ist hier Tradition in der Ecke. Sag auch. Auch selber geduckt. Also in VR möchte ich das jetzt hier nicht spielen. Das muss ja bestimmt ganz grässlich sein. Ich sehe nicht so richtig, das ist alles so duster hier. Okay, ich habe einen Schlüssel mit einem Vogelkopf. Was hat das nur mit den Vögeln auf sich? Können wir noch was finden? Hidden Objects. Ein Secret. Ein Collectible. Was, oh, was ist das? Schön, diese Quietscheente. Sollen wir die Quietscheenten finden? Sind die Quietscheenten Collectibles? Kriegen wir danach eine Quietscheenten-Kostüm-Mütze oder irgend so was? Okay. Dann gehen wir mal zurück und... Oh! Oh Gott, Alter, ey.
Oh Mann. Wo ist Benny? Den mal brauche ich hier. Also die Jumpscares sind schon mal echt heftig hier irgendwie. Also das ist... Ja, also leg doch einfach hier in das Zimmer, wo ein Kind weint. Tja, kein Problem. Daddy, play with me. Klar, unheimliches Kind. Natürlich spiele ich gerne mit dir. Wo bist du denn? Wo liegt die Grenze zwischen der Realität und dem Traum? Was ist unser Leben? Ja, ist es der Träumer oder die Träume, die er träumt? Sag mir, liebe Susan, was würdest du tun, wenn du nicht schlafen könntest? Würdest du den Traum kontrollieren oder nicht einfach zu dir kommt? Was? Der nicht einfach zu dir kommt, sondern dich heimsucht? Eddie. Klar, hat mich auch letztens erst gefragt. Sterbeurkunde. Name des verstorbenen Theodor... Oh, was? Theodor Doble. Alter 7. Nicht schlecht. Männlich. Todesursache. Erdrosselung? Unser Sohn? Erdrosselt? Was? Play with me, Daddy. Na toll. Daddy, why did you allow him? Ich hab ihm ja nicht erlaubt. Ich habe gesagt, er darf nicht Fernsehen gucken und darf auch nicht die Süßigkeiten essen. Mann, ich sehe hier nichts. In dem Cannabisfeld hier. Soll ich jetzt hier? Ich kann auch den Ball nicht nehmen. Sohn, wo bist du? Theodor? Bei 3 bist du jetzt hier. Ich wollte gerade sagen, ich kann nicht so richtig verorten, wo es klingelt, aber natürlich Daddy. Hier. Daddy! He's here! He's back! Ist aber schön entsättigt jetzt hier alles. Wunderbar. So, hier haben wir ein schönes Bild. Vögel, ein Ball, schwarze Figur und ein Baum. Sehen wir die schwarze Figur? A Sword von Theodor. Sieht cool aus. Schön. Schön gemacht. So. Theodor ist ein sehr talentiertes Kind. Er ist sehr ruhig und zeigt den Charakter eines Träumers. Das Einzige, das mich irritiert, ist der Schatten eines Kindes, der oft in seiner Zeichnung vorkommt. Aber wahrscheinlich ist es nur eine Figur aus einem Comic oder so. Nichts Gefährliches. Ja. Attention, attention. Oh. Okay. Hier ist ein Schrank umgefallen, der ist nicht an der Wand verbohrt worden und verschraubt worden. Denn das Bild ist auch nicht ordnungsgemäß aufgehangen worden. Ein Licht in der Dunkelheit, das die Dunkelheit noch nicht überwunden hat. Ja, wenn man es mal so gelesen und verstanden hat. Was? Sind wir gerade gestorben? Der von abgekackt gerade, oder? Moment. Ja, Bild ist noch dran. Fällt ab. Hä? Was war denn jetzt? Okay. Kann man machen. Nehmen wir jetzt das Schwert mit. Okay. Also, scheinbar sollen wir da nicht rein. Come whatever may. Ist das mal der gleiche Spruch, ja? Ich bin nicht überwunden. Ja. Geht mal hier hin. Schau vor hier hin.
eine Rose. Sehr geehrte Frau Daube, es freut mich sehr, dass Ihnen mein Blumenarrangement gefallen. Ich habe Ihre Bemerkungen und weitere Empfehlungen erhalten. Wie gefordert werde ich Rhododendren anpflanzen. Ich muss mit meinem Auto vor das Gewächshaus fahren, um die Setzlinge zu transportieren. Ich hoffe, das macht Ihnen nichts aus. Edward. Hallo, bitte lass mich nicht durch einen Boden fallen. Hier fehlen Sicherungen. Ja, ich denke auch, dass ihm ein paar Sicherungen fehlen. Schön, ein Keller. Ach, toll. Toll. Und warum habe ich keine verdammte Taschenlampe? Alter, warum sind hier überall Ratten? Ach, hier cool, hier ist das Schild. Theodore. So, okay. Soll ich jetzt Sicherungen finden, oder was? So, was hat er hier die ganze Zeit mit den Vögeln? Und, was ist das hier, eine Folterkammer? Ah. Was soll denn das bitte für eine Scheiße sein? Also, entschuldige mal, aber hier macht man doch einfach, hier macht man doch einen Menschen, hier fixiert man doch einen Menschen, oder was? Das kann doch jetzt nicht einfach, nö, das ist eine ganz normale Druckerpresse, ein ganz moderne Ding. Was? Soll ich jetzt ein Blatt falten? Was? Werdet ihr daraus schlau? So ein Code? Links, rechts, oben, unten? Ah, Mann, 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 Mann. So, was haben wir noch? Gerümpel, Matratzen und Unsinn. Weiteren Unrat. Ist lustig, ich bin der Meinung, ich habe die Tür so schon mal von der Textur in einem anderen Spiel gesehen. Kann mich auch irren. Ach, schön, schön, schön. Da wieder so ein toller Altar. So, gucken wir uns mal. So, was sehe ich darin? Totenschädel. Also irgendwie so ein japanischen Totenschädel. Eine Spinne. Da fällt mir tatsächlich eine sehr coole Geschichte von einem Kumpel ein. Die fängt tatsächlich gar nicht mal so lustig an. Und er hatte wirklich einen sehr, sehr schweren Arbeitsunfall. Und daraufhin eine sehr, sehr lange Rekonvaleszenzzeit. Einschließlich therapeutischer Betreuung. Und ihm wurde auch ein Rorschach-Test vorgelegt. Und er war dann irgendwann davon so gelangweilt, weil er so langatmig war, dass er beim letzten einfach gesagt hat, so aus Spaß, oh ja, der Tod. Hätte man nicht machen sollen. Plötzlich alle Alarme an, Sirenen an bei der Therapeutin und die und nochmal 10 extra Stunden. Fand ich, ja, hat gerade mal so schön gepasst. Ja, hier, so sah der Schädel aus da unten. Asiatisch, nennen wir es asiatisch. Lieber Steven. Meine Frau, geht es gut, wie immer. Kommen wir zum Kern deines Falls. Du erinnerst dich vielleicht, dass wir vor einiger Zeit einen ähnlichen Fall hatten. An dem Fall hast du damals mitgearbeitet. Wir sind überarbeitet, daher hast du es vielleicht vergessen. Ich glaube, du solltest deinen Patienten mit Hilfe von Suggestionen unterstützen, den Traum zu beenden. Hypnose ist eventuell zu intensiv, invasiv. Versuche ihn aus seiner Vergangenheit zu befragen und die traumatischen, geheimen Geschehnisse zu akzeptieren, kann ein guter Start sein, sich selbst zu akzeptieren. Ich freue mich auf deine Antwort. Gruß, Abraham. Ja, das war eine nette Ape. So, hier haben wir was. Disturbing Effects. Beunruhigende Effekte bei neuer Behandlungsmethode. Die Behandlungsmethode von Dr. Stephen Dovell, mit der er schwere Geisteskrankheiten behandelt, basiert auf starken visuellen Reizen, mit denen seine Patienten konfrontiert werden. Dies zielt darauf ab, den Patienten in eine tiefe hypnotische Trance zu versetzen,
in der der Patient seine Ängste und geheimsten Gedanken entgegentritt. Die Ergebnisse dieser Behandlung waren jedoch höchst unerwartet. Nach den therapeutischen Sitzungen mit dem Filmen des Arztes stürzten die Patienten in Apathie, Depressionen und erlitten Epilepsieanfälle. Auch lange nach der Behandlung. Die Vereinigung der Psychologen beobachtete Dr. Stephen Dorwell ängstlich und sie planen, sich mit dem Erstellen dieser kontroversen Methode zu treffen. Was? Planen sich mit der Erstellung. Ja, okay, gut, alles klar. Und damit war es jetzt auch der Keller hier irgendwie. Warum war ich jetzt hier unten? Was hat mir das jetzt irgendwer gebracht? Ich hab auch kein Inventar und nicht. Geht mal wieder hoch. Außer, dass ich jetzt das Schreiben des guten Abraham gefunden habe. So, hier komme ich nicht hoch. Hier ist ja ein Schlecht. Hier darf ich nicht ins Schwarze. Hier ist auch nichts. Noten. Die bringen mir auch nichts. Ein Licht in der Dunkelheit, das die Dunkelheit noch nicht überwunden hat. Ja, ich brauche anscheinend eine Lampe oder irgendwas. Irgendwas hellet. Ein Licht. But, woher nehmen? Mir fehlt eine Sicherung, ja. Eine Sicherung. Und die sollte doch normalerweise, sollte man die doch vielleicht im Keller finden. Also, wo das Werkzeug ist. Bei normalen Menschen. Nicht über ihm hier eine Folterkammer. So. Oh. Aha. Nicht so cool, Kumpels. Nicht so cool. Kann ich jetzt hier an den Rädchen drehen? Ah, alles klar. Jetzt macht das Ding hier auch Sinn. Gut. Mitte zusammen. Achso, nee, warte mal, die haben noch. Was ist denn hier zeigt, ne? Eureka! Schön. Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Why is this door closed? Who was this? So, vielleicht können wir jetzt da oben die Sicherung einsetzen. Ja, Leute. Flackerig, flackerig. Ob die mal hält? Und siehe da. Hey, na, alles klar? Wirklich ein sehr unheimliches Glosen draußen vor dem Fenster. Patient Edward 41. Taking some pieces of advice from my friend Abraham, I established that Eddie suffers from a very mild split personality disorder. The other personality hasn't shown yet. And hasn't taken him under control. There are only problems with memory and mild tics. I have to think about the kind of therapy I will apply. Ja, Kumpel, das musst du machen. So, hier haben wir noch Mama, Papa, ein Kind und dunkler Schatten. Toll. Seit Visage wissen wir ja, mit dunklen Schatten ist nicht zu spaßen. So, Telefon war hier. Hello? Steven? Are you here? Ja. Steven? It's Eddie. Ja. Hey Eddie. Grüß dich. Wie geht's dir, Eddie? Oh Mann, Alter, warum wach ich denn? Ach, jetzt bin ich wieder in der Leichenhalle. Schön. Ganz hübsch. Das kommt an den Kühlschrank. Nicht. Oh, das ist ja fürchterlich. I'm lost. It was so sad. I've lost my figurines. Please find them for me. Oh, what? Soll ich dir deine Actionfigur suchen? Dein Skeletor und dein He-Man? Wenn du die verloren hast, kannst du mal alleine suchen. Ach, nicht doch. Ah,
man auch sehr schwer. Oh, nicht doch. Oh Gott. Das ist eine Actionfigur? Willst du mich verarschen? Igitt. Nicht, ob ich sie zügig finde gerade. So. Hier noch ein Bild? Ja, hier ist noch ein Bild. Oh, eine traurige Sonne und ein Rabe. Was hat das mit den Vögeln auf sich? Tja, wahrscheinlich denke ich jetzt schon zu lange drüber nach. Irgendwie, aber ich sehe nichts darin. Keine Ahnung. Ich sehe, was ist das? Keine Ahnung. Ich sehe darin ja nichts. Ich sehe darin einen Tintenklecks, der in der Mitte des Blattes zusammengefaltet wurde. So, okay. Das hier, oh Gott, das ist aber auch alles schön gemacht. Schön gemacht hier. Also, ganz tolle Krankenhaus. Kriegt von mir 5 Sterne auf Yelp. So, aber wir haben noch uns noch nicht hier seine zweite Actionfigur gefunden. So, hier nochmal zurück. Okay, also fehlen mir noch 2 von den hässlichen Trollen hier. So, also noch Trapjaw und Beastman finden. Sollte ich die jetzt hier nicht finden, erstreckt sich die Suche noch über die anderen Etagen. Yay. So. Und wir fahren nach oben. Er macht einfach nur widerliche Geräusche, dieser Fahrstuhl. Du solltest dich mit der tiefen Technik machen. So, bitte kein scheiß Jumpscare. Bitte, 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 bitte nicht. Ah. Oh, schau mal, das ist super interessant. Ist mir nicht. Kann ich den überhaupt rufen jetzt nochmal? Nope. He's gone. He's gone forever. So, die wunderbare Klaviermelodie wiegt mich in trügerischer Sicherheit und jemand hat die Sichtblende weggestellt. Frau erleidet 30 Messerstich. Ach du Scheiße. 2 Tage später wird das Kind im Schlaf erdrosselt. Ach Mann, hört auf. Das ist doch immer. So. Ist hier irgendwo? Patient Eddie, 41. Day. Having acquainted with the traumatic Eddie's past life, violence in the family and pathology, I've decided that I will use a less invasive method of treatment. We can handle without hypnosis. The confrontation with the past and dreams, connected with some mild anxiolytics, should be enough. I think that finishing the dream, so killing the wife and child, can join his split selves. All we need to do is wait and observe. Was sollte das denn bitte für einen therapeutischen Ansatz bringen? Irgendwie jetzt, ja klar, töte deine Frau und dein Kind. Lieber Steven, durch die Analyse deiner vorherigen Briefe und Beobachtungen glaube ich, dass das Problem mit verschmiert zusammenhängt. Und bitte denke noch einmal darüber nach. Ich mache mir Sorgen um dich und deine Familie. Wenn ich aus verschmiert zurückkomme, besuche ich euch und wir können uns unterhalten. Abraham. PS, schicke deine Frau und dein Kind irgendwo hin. Stell sicher, dass sie in Sicherheit sind. Hä?
Er tut so, als wenn wir Edward sind. So, okay, ja, jetzt sind wir hier oben. Ach, je. Dankeschön, jemand hat die Bar weggerollt. Ach, wie toll. Wo sind wir denn jetzt hier? Central Hospital. Ach, der Haupteingang, okay. Zeig mal direkt, ich gehe nach Hause. Scheiße. Geht natürlich nicht, wäre auch zu schön gewesen. Wische ich lieber ein bisschen durch. So, okay. Fahrstühle. Out of order. Kommen wir nicht rein. Hier kommen wir rein. Ist das hier eine kleine Teeküche, ein Pausenraum? As the investigation has shown, the police have established that the brutal murder of the family of the famous doctor of psychology was caused by the local gardener, Edward S. Der fucking Gärtner hat, war der Gärtner. Der Gärtner hat die Familie umgebracht. Der hat meine Familie umgebracht. Schwein. Macht sein Häschen Rhododendron mal kaputt. Ja, ich sehe Vögel im Nest. In so einem Baumloch. Totaler psychologischer Strip hier, ey. Ah, guck mal hier. Haben wir Beastman. Sehr schön. Schön gruselige Musik und wir laufen durchs Krankenhaus. So, ist hier noch ein Pausenraum? Nein, es ist das WC. Oh Mann. Och, ey, echt. Oh, schön, hier hat jeder seine eigenen Waschlappen hier drin. Das ist ein Spülschwamm oder was? Und wie immer haben wir kein Spiegelbild. Es ist doch wirklich, also. Bitte? Oh, hier ist ein Brief. Was? Ach, das kenne ich gerne nur zu gut. Oh, Duschen da hinten. Ist mir nicht so schön. Okay, alle klar. Ich hab Trapjaw neu gefunden. Ich warte einfach ab. Einer Reise nach Jerusalem gespielt. Auch wieder ein Stuhltanz. Rain and Blood! Oh. Oh. Okay, kann mich jetzt selber gar nicht. Kann nach links und rechts schauen, aber ich bewege mich einfach nach vorne. Kannst dich aufhalten. Hinter mir kann. Ich sitze auf einem Rollstuhl, das ist schön. Wow, okay. Was? Was? Was ist das jetzt hier? Was soll ich jetzt. Was soll ich jetzt machen? Oh, lehne mich zurück, genieße die Show. Das ist ekelhaft. Das ist wirklich ekelhaft, man soll das wegmachen. Oh, wir fliegen wieder. Wir fliegen wieder. Wie dieser zimmerlose Raum hier, ey. Ey, türloser Raum. Zimmerloser Raum. Ja, schön. Schön. Ganz schau.
Komplett duster. Vorne ist nur ein einzelnes Funzellicht hier. Oh, ja. Ja. Ja, Mann. Oh, ja. Wir haben eine Taschenlampe. Ich weiß nur nicht, ob das jetzt gut ist. Oh. Oh, das war nicht gut. Sollte ich nicht machen. Okay, alles klar. Okay, ich darf also nicht in diese flimmernde Geschichten reinlaufen. Kann ich hier hin? Ja, kann ich hin. Und was ist denn nur los? Nein, auch das darf ich nicht. Verstehe, ich darf nicht zu dem unheimlichen Entführer-Bulli laufen. Dann laufe ich den Gang lang. Einfach den Weg runter. Chill mal meine Base. Sag mir einfach, hier sollte mal vielleicht jemand aufpassen, dass hier nicht irgendwann reinstolpert. Aber, naja. Manchmal leide ich schrecklich, weil ich mich selbst zurückhalten muss. Wenn ich dich mit einem so schönen Messer sehe, wenn du das Abendessen machst, dann stelle ich mir vor, wie du und ich in einer Umarmung mit kaltem Stahl in deinen Eingeweiden. Oh Gott, Alter, was ist denn hier los? Dann schaue ich in deine wunderschönen Augen voller Tränen, aus denen das Leben langsam schwindet. Dann träume ich, deinen schwindenden Lippen einen letzten Kuss zu geben. Eddie. So, also Eddie hat auf jeden Fall nicht mehr komplett die Erde in seinem Topf. Ah, Teserband, wunderbar. Können wir mal gut gebrauchen. So, also Eddie, ja. Danke, sag ich dazu. Einfach danke. Ich bin so dankbar dafür. So, was haben wir hier? Aha. Geschriebene Seiten. Ich sehe zwei Vögel, einen Spaten. Was Verbuddeltes oder Zerklopptes. Und dazu The Man in Black. Oh, ein Boot. Okay. But what should we do? Ich geh mal nochmal zum. Ah, schau mal hier. Die Bahn mit Bäumen? Oder was soll das sein? Ohne Leute? Mach mal Licht an oder was? Lokomotive macht Licht und dann sind die Geister weg, oder? So, wenn ich jetzt. Kann ich jetzt um das Ding rumlaufen? Ich weiß nicht. Oh. Quietsche-Ente! So, Licht das an. Ekeltyp ist weg. Hoffentlich. Keuchejochen ist gone. Leiche eines Jungen im Garten vergraben. Im Zuge der laufenden Untersuchung hat die Polizei die Leiche von Theodore Towell gefunden. Der Sohn des bekannten Psychologen wurde vom Gärtner Edward S. ermordet und dann im Gewächshaus auf dem Grundstück begraben. Oh Gott, das ist, Alter. Mein CEO. Nein, ich gucke jetzt hier erstmal in das Grab drin. Mit der Maus. Ja, ich weiß, es klingelt. Mich auch noch nie rangehen. Was ist denn? Come for me, please. Mom is lying here. She is so cold. Am besten lieber jetzt erstmal was trinken,
Wo noch nichts passiert, bevor ich hier irgendwie irgendeinen Jumpscare auslöse und ich hier mit komplette Wasser über den Monitor verteile. Aber jetzt schon passiert. So, okay, alles klar, wir sind wieder in Casa del Grusel. Wir haben doch gesagt, wir lassen den aus, ne? Wir lassen den aus, weil ist doch Gewitter. So, das sind wir wahrscheinlich am Telefon. Fenster wieder zu Vögel und dann Edward. Oh Mann, hat doch mal Barm, ey. Wenn ich jetzt hier nochmal rausgehen würde, ist das schon... Hätte ich vielleicht doch nochmal um die Ecke gucken sollen? Wir können in den ersten Stock. Yay. Ganz geil. Ganz geil. Und haben wir jetzt langsam... Oh, was ist jetzt hier? Quietscheente. Ach, Mann, Alter. Oh, Kinderli. Mama ist ein bisschen tot. Oh. Gnadenloser Rahmen, Tierpsychologie von Juliet Simpsons. Jeden Morgen werden zwei Rahmen, Gedanken und Erinnerungen freigelassen und fliegen über die Welt. Ah. Rubin und Munin. Berichten dem Allvater, was geschieht. Oh, na... Ja, Gummistiefel werden es jetzt Glück nicht bringen. Nur Glück ein kleines Überflutungsproblem. So, na gut, dann gehen wir mal hoch. Können wir hier raus? Können wir einfach... Nein, nein, können wir nicht. Das wäre auch zu schön. So, okay. Hier ist der Müll aufgetürmt bis oben hin. Wir könnten durch die Tür hinter uns gehen und der Rest sieht erstmal zu aus. Bekannter Psychologe von Ethikkomitee beschuldigt. Die experimentelle Behandlungsmethode für Geisteskranke, die von Dr. Stephen Dove entwickelt wurde, ist schon seit langem eine große Kontroverse. Nach den Behandlungen verschlechterten sich der Zustand der Patienten drastisch, und Dr. Dove hielt an seiner Behandlungsmethode fest. Die Vereinigung der Psychologen hat Interviews mit den Patienten geführt, die Dove als Film gesehen haben. Die Untersuchung führte zu einer früheren Patientin, die nach einer solchen experimentellen Sitzung Selbstmord beging. Die junge Frau warf sich... einen fahrenden Zug und der Psychologe versteckte jegliche Hinweise, die ihn mit dieser Patientin und seiner Methode verbanden. Krass. Der Doktor fälschte sogar die Akten nach der Autopsie, um die Folgen zu entgehen. Das medizinische Ethikkomitee übernimmt große Anstrengungen, Dr. Dobel die Lizenz zu entziehen und die betroffene Familie kündigt eine Anklage an. Krass. Krass, Alter. Ich bin jetzt anscheinend auch nicht unbedingt so, dass... Was haben wir denn da? Ich möchte das haben. Was ist das? Was ist das? Ein Diktiergerät. Kann man das mal zumachen, bitte? Oh, hier gibt es einen Text. Erinnerung, 1942. Aber ich habe mehr Angst, dass Erinnerungen zurückkehren könnten. Patient. Data. Today is 28th of March. 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 No. Weird case. Weird case. Only experimental methods. Only experimental. No. Why him? Why?
Why him? I don't know. Weird case. Weird case. Gut. Also Steven hat ohne mehr alle Schrauben irgendwie in seinem Werkzeugkasten. Das ist auf jeden Fall... Das ist schon krass irgendwie, wenn halt wirklich Patienten danach Selbstmord begangen und er wirklich Spuren verwischt hat, die ihn in Verbindung mit ihr bringen. Und jetzt passiert bestimmt irgendwas Schlimmes. Ja! Eigentlich hätte darauf vorbereitet sein müssen. Mach das mal zu. So, Telefon. Ja, doch. Besetzt. Why? So. Oh, shit. On Monday, Eddie was born. On Friday, he had a family on his own. On Wednesday, his dreams did not allow him to sleep. So on Thursday day, he visited the doctor to confess so deep. On Friday night, he did what the doctor told him to do. On Saturday, he did not have his family. He did the deed. Okay, ja. What? Wo sind wir denn jetzt? Was? Schon ein krasser Stilbruch jetzt hier irgendwie gerade. Yeah. Kanapé. Gut, dann gehen wir mal weiter. Oh Gott, dann ist der nächste Fußball. Theodor ist ein sehr talentiertes Kind, ist sehr ruhig und zeigt Charakter des Träumers. Ja, aber hatten wir schon. Das kennen wir schon. Und wir haben es mitgenommen. Weil es so schön geschrieben war, nehmen wir es einfach mit. Also ist vielleicht Steven und Edward eine und die gleiche Person? Wo liegt die Grenze zwischen der Realität und dem Traum? Wo ist unser Leben? Ja, unsere Träume, das hatten wir auch schon. Das kennen wir auch schon. Okay, also wir sehen jetzt quasi, mehr oder weniger... Haben wir jetzt unsere Frau getötet? Ich würde mal fast sagen, ja. Oh nein! Ach, ey. Ist hier noch irgendwo eine Quietsche-Ente, die wir finden können? Alter, Kind. Okay. Die Brücke wird wirklich länger. Tja. Würde ja nicht springen können, aber... Nicht springen.
So, soll ich rückwärts laufen? Nein. Oh, Quietschente. So, ab dem Punkt wird das Spiel jetzt gerade ein bisschen weird für mich irgendwie. Also, es war ja schon vorher ziemlich... Nein. War vorher schon sehr, sehr, sehr abgedreht, aber das ist jetzt gerade so ein krasser stilistischer Bruch irgendwie. Also nicht, dass es jetzt billig aussieht da irgendwie da draußen, aber was? Okay, hat das jetzt irgendwas mit Eis zu tun, mit Kälte? Klar. Steven muss doch schnell fertig machen. Groß. So, ja. Spaten und Rabe. Und Grab. Und Schuh. So, nehmen wir uns jetzt hier mal noch die Flasche Flop mit. Flops. Nee, Plops. Das ist großartig. Einfach großartig. So, Liebling. Du bist jetzt im Badezimmer. Ich komme. Wo ist überhaupt im Badezimmer? Oh, das elterliche Schlafgemach. Das Master Bedroom. Ach, jawoll, na, das ist doch aber auch genau exakt das Bild, was man sich über das Bett hängen möchte. Also jetzt mal ohne Scheiß. Wer hängt sich so weit über das Bett? Wer hängt sich so weit überhaupt an die Wand? Vierter 1975. Ich habe keine Zeit, mich um den Garten zu kümmern. Ich habe Steven gebeten, mir zu helfen oder jemanden einzustellen, der helfen kann. Zumindest das kann er tun. Das ist alles, was ich erwarten kann. 6.4. Ich habe genug von Stevens verrückten Versuchen, ein Genie aus unserem Kind zu machen. Steven übertreibt. Ihn ins Krankenhaus zu bringen und dort irgendwelche Methoden an ihm auszuprobieren, ist eine kranke Marotte. Ich glaube, dass diese Ehe ein großer Fehler war. Ich werde Teddy zu seiner Großmutter bringen. Vielleicht kann er dort eine Pause von seinem Vater bekommen. Ja, wäre nicht schlecht gewesen. Oh, was war jetzt? Hier vorne war noch irgendwas, oder? Da ist doch was. Ein Tuch. Wo wird das jetzt immer her haben? Die Spiegel sind auch alle. Die sind noch ganz. Zerspiegel, ne? Oho. Die sitzt am Kind auf einen LSD-Trip. Das Kicks. So, hier war nochmal das schöne Kinderzimmer. Also ein Springteufel ist auch fies, ey. Oh. We need a key. From the bedroom? I forgot about it completely. Na, das hab ich doch dabei. Komm mal hier! Ich hab dir den Handtuch neu gebracht. Was willst du denn noch? Habt ihr nicht ordentlich noch hingelegt oder wie? Ich bin in einer Zwickmühle. Was unsere Beziehung angeht. Steven ist mein Arbeitgeber und ich schulde ihm eine Menge, aber ich weiß, hier geht es nicht um die Unterhaltungen in den Briefen. Treffen wir uns in 2 Tagen am üblichen Ort im Garten. Oh nein. Oh nein. Sie hat sich doch wohl nicht etwa mit Eddie eingelassen. Das ist ein Telefon. Schon wieder zugestellt hier. I'm staying at my parents' house with Teddy tonight.
Wenn die Teddy sagt, hört sich immer ein bisschen wie Teddy an. Ich bleibe mit meinen Teddys heute bei Eltern. So, und hier spricht der Captain der MS Niveau. Wir sinken. Ah, scheiße. So, lieber Evan, danke, dass du mir einen Brief über einen IQ-Test bei Kindern von Alfred Binet geschickt hast. Dank diesem Bericht kam mir eine tolle Idee. Ich werde dir jetzt nicht die Einzelheiten verraten, weil ich es nicht beschreien will, aber sie hängt mit der Erhöhung des IQs von sehr jungen Kindern, die am Anfang einer geistigen Entwicklung stehen, zusammen. Das wird revolutionär. Toll, schön. 8 Kommas an einem Satz. Wunderbar. Stell dir nur vor, dass die intellektuelle Elite so früh entwickelt und gefördert werden, um unsere Werke und die Wissenschaft voranzutreiben. Die Menschheit könnte diese enorme Entwicklungswachstum miterleben, dank meiner Forschung. Liebe Grüße, Steven. So, können wir noch irgendwas hier mitnehmen? Nö. Where do we go? Oh. Warum sind alle Truhen immer abgeschlossen? Research theme. The test of the therapy increasing the intelligence among children. The subject of the research, Theodore Dowell. The first attempts to increase IQ, I started using suggestion and manipulation method during REM sleep. The subject handled the experiment very well. I began the observation and started the manual visual tests phase. Alter, wie kann man bloß sein Kind so eine Scheiße unterziehen, ey? Der Fahrstuhl ist wieder da. So, und du hast jetzt hier den... Alter, wie kann man sein Kind so einen Mist antun? Oh, guck mal. Jetzt gibt's ja auch schon zwei Betten. In der Schlaf... beim Augenarzt. So, und die Musik ist wirklich sehr umweltschwanger. So, hier vorne nochmal schauen. Also, geh nur nicht, weil es spät langweilig ist, sondern weil es schon echt wirklich, wirklich spät ist. Aber es ist auch so packend. Gleichzeitig ein bisschen abstoßend. Klick. So. Jetzt hin. Haben wir einen Daumen drücken. Und wir sind wieder an der Morgue. Wunderbar. Oh, das ist halt so schön. Oh, Leute. Sieht kaputt aus. Was sind das bitte? So, ich hab voll erfolgreich alle ausgemacht. Oh, du bist ein Ugly. Boy, Girl, Ding. Alter, was? Ach, ich hab was gewonnen. Ach, schön, nochmal ein Schlüssel. Dankeschön. Ist ja ein lustiger Rummel hier. Gott. Hey. Stippvisite. A Bulb. So, die kann ich ja hoffentlich da vorne einsetzen. Oh. So, ich gehe wieder vor.
Sieht auch. Ah, gib mal das. Die Dunkelheit. Hm? Und da ist er wieder. Der Fahrstuhl ist wieder weggehen. So, ich habe einen Schlüssel gefunden. Und der Schlüssel ist für. Für was? Für wo? Ah, für die Truhe. Für die Truhe oben. Ja! Ja, ich hat's. Auf geht's. Oh. Aber es ist wirklich, wirklich unheimlich, das Spiel. Hallo. So, liebe Geister, lasst mich einfach nur zur Kiste durch. Da ist er. Da ist er. Nie, nie. Es ging alles den Bach runter. Mein ganzer Plan. Alles. Alles basierte auf Suggestion und der Manipulation des REM-Schlafs. Ich habe an meinen Sohn Teddy ausprobiert. Ich dachte, es schadet ihm nicht. Dass er nichts verlieren könnte. Nur, dass ich das erste Genie, das auf diese Weise entstanden ist, in meiner Familie hätte. Seine Noten wurden tatsächlich besser, aber es fehlt ihm an Empathie und er entwickelte eine Angst vor der Dunkelheit. Meine Frau hat mir verboten, weiter mit ihm zu forschen. Nur der, meine Güte, ich komm ja gleich. Nur der Teufel kann mir sagen, warum ich meinen eigenen Sohn genommen. Was? Warum ich meinen eigenen Sohn genommen habe? Ich lasse dieses Projekt hinter mir. Ich schicke dir diese Materialien zurück. Vielen Dank dafür. PS, bald habe ich vielleicht einen interessanten Patienten. Grüße, Steven. Ja, doch. Ja, doch. Ah! Wieso denn bloß? Wieso denn bloß, ey? Okay, schön. Tür ist zu und ich kann jetzt... Schön, schön, schön. Da. Und so. Mach den Ding auf! Ich werde nicht nerven. Okay, wir haben... Oh, schön, hier bleib ich. Hier bleib ich. Finde ich das schön. Ich muss diese Kette durchbrechen. Oh, das sieht schön aus. Das muss man sich ja. Oh, das muss man ja genießen hier jetzt. So, willkommen, liebe Zuschauer, in einem schrecklichen Horrorspiel. Unkrautjäten im Paradies. Sollte das so sein? Also ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, ob das jetzt wirklich vom Spiel so vorgesehen ist oder ob das jetzt. Ob ich jetzt wirklich durch die Karte geglitscht bin. So, wenn ich jetzt hier nochmal langlaufe. Ja, okay, wir sind tatsächlich durch die Karte geflogen. Ist ja auch toll. So. Ach Gott, ist aber ein süßer Fuchsschwanz. Ist aber lieb. Ist aber ein Kinderspielzeugkasten oder was? So, ganz vorsichtig. Nicht, dass wir die abschmieren. So, kann mir nicht vorstellen, dass das so bleibt. Oh. Dammwild. Wie schön. Ein Reh. Ein kleiner Rauch. Es sieht wirklich toll aus. Es sieht wirklich, wirklich schön aus. Könnte jetzt auch so
Elder Scrolls Online sein. So, die Grafik könnte passen. So. Paar Zypressen. Und ein Boot. Liegt einzeln und verlassen. Am See. Ich muss hier immer noch etwas tun. Ja, vielleicht müssen wir nur noch eine Schaukel und ein bisschen was essen hier. Kleines Picknick machen. Hier liegt noch etwas zu lesen, aber tatsächlich schaue ich nochmal, ob wir hier irgendwo ein Quietscheentchen finden. Schau mal nicht. Denn haut mir noch den Rosenthaler Kadaker hinter. 11.09.1976. Aus dem langwierige Sitzung mit Teddy haben die von meinem Mann erwarteten Ergebnisse erzielt. Ist dies diese toxische Beziehung zwischen Vater und Sohn wert? Teddy ist nicht mehr so fröhlich wie früher. Er hat große Angst vor der Dunkelheit. Ist das normal in seinem Alter? Ich weiß es wirklich nicht. Ich kann mich nur auf Eddie verlassen. Aber er wird immer seltsamer. 13.09. Ich habe versucht, meine Ehe zu retten, aber der totale Mangel an Interesse von Steven macht mich fertig. Er redet ständig nur von seiner neuen Behandlungsmethode. Diese Beziehung ist wie ein Gefängnis für mich. Sie und darin keinerlei Zukunft. Ich weiß, es klingt falsch, aber ich fühle mich bei Eddie wohler. Er zeigt wenigstens ein bisschen Interesse an mir. Fatal! Ja. Super. Ich muss hier immer noch etwas tun. Aber was denn? Was soll ich tun? Ach. Das Paddel. Natürlich. Das Ruder muss mit bei sein. Ist von alleine. Es scheint von alleine zu rudern. Kann ich mir auch ein bisschen umsehen. Schön mit Fischen. Toll. Bisschen hell. Sonnenbrille wäre schön. Aber gut. Level. Warum dieses Level-Design? Hätte man da nicht was Besseres machen können? Ich will jetzt ohne so rumbeefen jetzt hier irgendwie, aber... Therapy increasing the intelligence among children. Aber was sollen denn diese Eisblöcke hier? Also, soll das heißen, die eiskalte Beziehung zu meinem Kind und zu meiner Familie? Oder also, für was stehen diese Eisblöcke? Warum sehen sie so aus? Ja. We know that. Viele Bücher. Sieht der Fortune Teller toll, ganz schau aus. Schön, Annabelle. Bleibst mal da schön drin, Alter. Ui. Das große Gericht. Und die Geschworenen warten auf uns. Na toll. Ich habe hier open the trial against Edward about Susan Dow. Hören Sie an, Herr Anwalt, hören Sie an. So, liebe Geschworenen. Da ist eine Tür, da gehe ich jetzt hin. Tschö, ihr Pfeifen. Im Knast? Im Knast, Alter, was? Was machen sie denn jetzt hier für einen Stangenhof?
Chipache. Wärter! Bitte kommt schnell, ich habe kein Klopapier mehr. Wir sind frei! Kann ich hier aus? Nein. Telefon. Boah, ich jetzt ja. Oh je. Verdächtiger Edward verwischt im Fall des Mordes an Susan und Theodore Dowell Verhörprotokoll. Das Verhör wird von Kriminalkommissar Samuel Wilson durchgeführt. Nach vielen Versuchen der Kontaktaufnahme mit dem Verdächtigen haben wir noch keinerlei Informationen. Der Beschuldigte lächelt die ganze Zeit und wiederholt undeutlich den Satz: Der Albtraum ist vorüber. Sein Augenlicht scheint erloschen. Sein Augenlicht scheint erloschen. Er hält keinen Augenkontakt zu seinem Gesprächspartner. Scheinbar weiß er nicht, wo dieser sich befindet. Ohne forensische Psychologen werden wir keine weiteren Informationen erhalten. Es ist davon auszugehen, dass in diesem Fall auf Unzurechnungsfähigkeit plädiert wird. Okay. Gehen wir nochmal rüber. Ist ja auch schon um 3. It smells like flypaper. Schön. Kleine Warnung vor Kampfgas. So. Good. So maybe you would tell us about your authorial therapy. What do you think, Mr. Dow? Can you hear me? It's better now, isn't it? So, can we continue? Great. Did you know that Susan Dow was pregnant? Auch noch. Auch noch. Jetzt wurden uns ja aber zwei Fakten gerade hingepackt. Irgendwie, dass wir da sitzen und wir Eddie sind und unsere Frau schwanger war. John, ich weiß, morgen ist Bowmans Schicht. So, morgen ist Bowmans Schicht. Daher verstecke ich den Schlüssel für die Türen an einem sicheren Ort. Sag ihm nichts davon. Lass ihn ein wenig durchdrehen. Toll. Einen sicheren Ort. Okay. Was ist denn bei dir ein sicherer Ort? Okay, gut. Also wir müssen den Schlüssel finden und er ist an einer Stelle. An einer sicheren Stelle. Was ist denn bitte im Gefängnis eine sichere Stelle? Also, außer in einer Zelle. Für alle, die nicht in dieser Zelle sind. Der nächste. So, Pflanze. Nee, nicht. Ja, wird doch nichts angezeigt oder so. Gehen wir mal hier. Büro. Reger Verkehr. 17.05.77. Zeugenaussage des Zeugens. Stephen Dowell über den Mord an Susan und Theodore Dowell. Verhörprotokoll. Das Verhör wird von Kriminal durchgeführt. Der Zeuge wirkt erschüttert. Es gibt kaum vernünftigen Kontakt mit ihm, was in seiner Situation verständlich ist. Er hat uns nichts gesagt, was wir nicht schon wussten. Nach dem Mord gab es viele Kommentare aus der Welt der Psychologie in der Presse. Der Zeuge erwähnte nur, dass seine Therapie gegen seine Persönlichkeitsstörung sehr unwirksam war. Er hat es nicht kommentiert. Ja, das will man ja noch hören, Alter. Wenn der. Hier, Foto? Meth. Okay, gut. Gleich weggeschickt worden. so ein Mist. Zahlenschloss. Vielleicht ist da der sichere Ort. She may look clean, but... spread syphilis. Und Gonorrhoe. Das ist ja toll. Das ist ja toll. Oh. Das ist ja super.
So, Benny könnte das. Der war bei den Funkern. Bei der Bundeswehr. Okay. Gut, nehmen wir uns mal ein Blatt Papier. Also, wir hören mal hin. Okay. Die erste Ziffer ist... Also die zweite kann ich schon mal sagen, ist die 2. Und die erste war meines Erachtens nach, zum immer kurz, zweimal lang. Okay, machen wir mal die dritte. Die war zweimal lang, dreimal kurz. Die 7. Ja. Hören wir nochmal kurz rein. Ja, wisst ihr was? Da leg da mal einfach mal dein Card drin. Achso. Okay. Nee, ist scheiße. Das funktioniert doch nicht. So. Was, die 1? Ach, Mist. Wir müssen nochmal ran. Scheiße. Ist ja kein Zahlenschloss. Scheiße. Das finde ich sehr befremdlich. 1, 2, 3. Okay, jetzt wird's. Die erste ist die 3. Okay. 3, 2, 7. Mal schauen, ob das ist. 3, nein. 3, 2, yes! I got it! Und wir haben den Schlüssel. Wir haben den Schlüssel. Alter, was wird denn hier gewarnt? Um Gottes Willen, was ist denn hier los? So, okay. Let's open it. Jetzt alle Zellen aufgemacht. Listen, Bowman, give me some creeps, Doctor. I won't manage alone. Wo sind wir denn jetzt schon wieder? Also diese Sprünge sind echt heftig hier irgendwie. Ausgabe Juni. Die Untersuchungen, die von dem Team von Dr. Maslow vorgenommen werden, sollten nicht in die Ermittlungen verwendet werden. Dr. Maslow konnte auf den Prozess Einfluss nehmen, um seinen Freund zu helfen, sagt Dr. Bandura. Dr. Dorville war sowohl für seine umstrittene Behandlungsmethoden als auch für seine möglichen Verantwortung am Tod seiner früheren Patienten bekannt, fügte er hinzu. Ja. Der Gerichtssaal. So, verlesen der Anklage. I hereby open the trial against Edward Hume about Susan Dowell and Theodore Dowell's murder. Do the prosecutor and counsel wish to say anything before the trial is started? I would like to enclose the report about my client's insanity to the evidence, as well as recordings made by Dr. Dowell during the therapy. Mr. Edward, could you tell us about the relation that was between you and Mrs. Susan Dowell, Dr. Stephen Dowell's wife, that tried to cure you? I would like to enclose documents from Susan Dowell's autopsy to the evidence. Basing on these, Your Honor, as well as the jury can get to know that the victim was pregnant with the defendant. Am 20.05.77, Verdächtigter
Stephen Dowell im Fall des Mordes an Susan Theodore Dowell. Verhörprotokoll. Das Verhör wird von forensischen Psychologen Richard Jackson durchgeführt. Nach dem Hinzufügen neuer Beweise, und zwar dem Autopsiebericht von Susan Dowell, wissen wir, dass sie im ersten Monat ihrer Schwangerschaft war. Der Vater ist der Verdächtige Edward. Verwischt. Wir haben herausgefunden, dass Stephen ein Motiv und die Fähigkeit besaß, Edward zu manipulieren. Der Verdächtige zeigte während des Verhörs keinerlei Kontakt mit dem Befragenden. Er durchlief ambivalente Zustände, von Hysterie bis hin zu völliger Apathie. Der beim Verhör anwesende Psychologe entwickelte während des Verhörs die These, dass Mr. Dowells Geisteskrankheit durch viele traumatische Erlebnisse in kurzer Zeit ausgelöst wurde. Ha! 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 Haben wir etwa Eddie dazu gebracht, unsere Frau zu töten? I opened the trial against Stephen Dowell about malpractice against Edward Hurley. It caused Susan and Theodore Dowell's death. Did the prosecutor and counsel wish to say anything before the trial has started? My client, as a doctor, always takes care about patients' welfare. In the enclosed evidence, Your Honor may read about many difficult cases that have been cured by the defendant. He was trying to cure his protege at any cost to ease the pain. I would like to enclose to the evidence the description of one therapy conducted by the defendant, which, as we can read, also finished with a failure. The girl, with similar illness like Edward, who under the influence of the therapy made suicide. And did the defendant realize that his wife was pregnant, not with him, but with Edward? Ja, ich glaube, die Sache ist langsam klar, ne? Telefon draußen? Would you call me on the phone? Wie sitzt? Na, was schön gekachelt hier. Wunderbar. Klo drin. Ach du Scheiße. Das sind in der Gummizelle oder was? Das sind keine Kacheln. Es sind keine Kacheln. Ich bin ja oben. Aber so mit Kerzen, ja? Stephen, can I see you in my office? Ja, klar, natürlich. Ich komme, nimm noch schnell diesen potenziell gefährlichen Bleistift mit. Oh Gott, Alter, nee. Okay, kann man nirgendwo hin. Moment. Ach. Is this the office? Mutter und Yesimir, das Kind ermordet. Frau leidet 30 Messerstiche, zwei Tage später wird das Kind im Schlaf verdrosselt. All diese Grausamkeiten wurden vom Familienvater begangen. How are you feeling today? Everything's okay? I think it's time to show you something. Let's go to the next room. Have a seat and make yourself comfortable. Finden wir hier vielleicht noch irgendwo so eine kleine Ente. Die würde mich jetzt sehr beruhigen. Ach, schön. Wir kicken einen Film, ja? Dann hauen wir an hier, die Funzel. Our relationship started to pass away suddenly. Stephen treated me like a lodger. Unwanted person. With whom he lived because it was a kind of interest. And I started to live on memories and projections that were so beautiful in my head, so perfect. Stephen was in them like years before, like when we moved into our new house and we planned to make a big garden only for us. These memories made me stronger, helped me to survive and wait for tomorrow with hope. First time, I thought that maybe I'm only dreaming, or the projections about him became ridiculously strong. He came to me like before, smiling, happy, with sparkles in his eyes.
Similar situations repeated in the next weeks, and I, instead of looking for their source, was waiting till my loving Stephen came back, just for a while, to feel like before, like years ago. At the beginning of our relationship, Stephen often told me about interesting things from the psychology ward. During his studies, he met with the case of a patient with multiple personalities. I remember well this case because it seemed to be very exciting. So many different personalities in one body that differ in IQ, beliefs, talents, and even visual acuity. I hid my husband's illness to meet with Eddie, his second personality, to feel happy just for a while, to fulfill my dreams. During our romance, we often met in the garden. Today, I again talked with Eddie. He is in very bad condition. Stephen's therapy started to even scare him, he says. He must make terrible things to be cured and finally take a breath. As a last resort, I will send this recording to Abraham. Krasser Scheiß. Einfach krasser Scheiß, was soll man da, also ist heftig. Spaltende Persönlichkeit, oh schön, wunderbar. Oh Gott, okay. Furz 08, ach so ein schönes Easter Egg. Also, das hat sich jetzt alles doch schön aufgeschlüsselt, irgendwie. Was ich bis jetzt noch nicht verstehe. Nein, bitte nicht. Was ich bis jetzt noch nicht verstanden habe, ist. Oh, jetzt nimmt das ja aber ein schön Fahrt auf nochmal. Was hat das mit den Vögeln zu tun? Warum Vögel? Warum sind Vögel hier so elementar wichtig? Steht nicht. Wo ist die Verbindung? Also nur, war jetzt so ein Hobby-Ornithologe oder... Hä? Gott, Mann, ich denke auf... Na siehste, muss man erst hier rumrütteln wie so ein Ochse. Jetzt zertaust man des Verstandes zusammen hier oder was? Ist es symbolisch oder? Wirf ihn hinein, Frodo! Sacken lassen, dann ist jetzt nochmal ein sehr, sehr fulminantes Ende gewesen. Ja, heftige Story irgendwie. Und auch wirklich krass inszeniert irgendwie. Also, klar, mit ein, zwei kleinen Design-Schwächen. Aber trotzdem echt wirklich krass. Wirklich krass. Ja, tatsächlich muss ich erstmal wirklich ganz kurz hier mal ein bisschen ordnen irgendwie. Das ist echt heftig. Also.
Rise of Insanity. Ja, das war's. Das war, also, es ist ein großartiges Spiel. Wir haben es jetzt ein Stück durch irgendwie. Es ist auch wirklich schon echt spät irgendwie. Wirklich wahnsinnig durch. Aber das Spiel hat mich richtig oft bekommen. Hat mich wirklich häufig erschreckt. Ihr habt es gesehen. Und schon allein dafür muss dieses Spiel einfach mal zwei Daumen nach oben bekommen. Irgendwie haben die Entwickler echt mega geil gemacht. Muss man sagen, irgendwie ist ein super Spiel. Ein super Spiel. Und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Schreibt es in die Kommentare, ob es euch gefallen hat oder vielleicht auch nicht, was man vielleicht anders machen könnte. Und ja, wir sehen uns dann, wenn ihr wollt, beim nächsten Projekt wieder. Bis dann. Ciao.